Sie sind hier, 20. August 2018, 15.21 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Anthony Modeste bittet die FIFA um Hilfe Urheberrecht Getty Images Anthony Modeste bittet im Transferstreit mit seinem aktuellen Club in China die FIFA um Hilfe. Diese soll nun zwischen den Parteien vermitteln. Der ehemalige Kölner und Hoffenheimer Profi Anthony Modeste hat den Fußballweltverband FIFA angerufen, um im Transferstreit mit seinem chinesischen Club Tianjin Quanjin zu vermitteln. Dies bestätigte die FIFA auf AFP-Anfrage. Der 30 Jahre alte Franzose will den Super League-Club aus dem Reich der Mitte wieder verlassen und wurde unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Aber auch Kontakte nach Frankreich, Russland und Saudi-Arabien sollen bestehen. Transferzoff um Modeste, FIFA soll helfen. Zuletzt wurde Modeste von seinem Arbeitgeber in 3 Spielen nicht mehr eingesetzt. Es gab 3 Pleiten für den Club. Modeste fürchtet, dass Tianjin bis zum Ende des Transferfensters am 31. August nicht zum Einlenken bereit ist. Die FIFA soll ihm deshalb helfen und Einfluss auf den chinesischen Verein nehmen. Modeste war im Sommer 2017 für 35 Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln nach China gewechselt, hat sich dort aber offenbar nie so richtig wohlgefühlt. Im Frühjahr hatte er in einem Interview eingeräumt, dass er seine Familie, die weiterhin in Köln lebt, sehr vermisse. Deshalb sei es nicht so einfach für ihn in China. Außerdem liebäugelte ganz speziell mit dem BVB. Borussia Dortmund wäre sehr interessant. Das könnte ich mir gut vorstellen, hatte der Torjäger vor kurzem Sport1 gesagt. Modeste weiter, ich würde niemals Nein sagen zur Bundesliga. Aber darauf muss ich gerade noch warten, momentan besteht kein Interesse aus Deutschland. Punkt. Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre einfach nur perfekt.